Hallo Freunde, herzlich willkommen zur ersten Stunde für unser Training, Schachtraining für Anfänger. Wir wollen uns heute mal Partien oder im Laufe der Zeit immer eine Partie anschauen zwischen zwei Anfängern und versuchen herauszufinden, ja, welche Züge sind gut, welche sind weniger gut, was sind typische Anfängerfehler, wie kann man sie vermeiden, was kann man besser machen, 1000 Möglichkeiten. Ja, und als Anfänger hat man natürlich immer das Problem, man braucht immer erstmal eine Orientierung. Und dafür habe ich euch hier rechts, ihr seht es, eingeblendet. Also nur vier kleine Stichpunkte mal mitgegeben, an denen wir uns erstmal orientieren können, um zumindest die Anfangsphase gut zu überstehen. Wenn wir im Laufe der Zeit ein bisschen mehr Erfahrung haben, werden wir merken, dass wir diese Anhaltspunkte ja, immer weiter ausdehnen und ja, teilweise auch bis zum Brechen quasi. Ja. Das liegt einfach daran, dass das nur Anhaltspunkte sind und Schach eben ein sehr konkretes Spiel ist. Und da muss man immer gucken, was kann ich drohen, was droht der Gegner. Ja, deswegen, Anhaltspunkte sind gut, aber nicht in Stein gemeißelt. So, wir fangen auch einfach direkt an, würde ich sagen. Nur kurz für alle, die neu sind auf meinem Kanal. Ich bin Jürgen, der Schachstratege, und ich möchte allen Schachspielern vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Vereinsspieler Tipps und Tricks mit an die Hand geben, um die eigene Spielstärke zu erhöhen. Die erste Partie hat, wir spielen aus weißer Sicht, ein 1450er gegen einen DWZ-Losen. Und wir spielen mit Weiß E4 Kam. Das ist ein guter Zug. Wir gucken einfach mal bei jedem Zug, ob wir diesen Zug mit unter einem der vier Anhaltspunkte finden können. So, E4 ist ein guter Zug, ja, Zentrumskontrolle. Für Anfänger grundsätzlich diese vier Felder sind das Zentrum. Und da wollen wir möglichst viel Kontrolle drüber haben. Das geht mit Bauern, das geht aber auch mit Figuren. Und ja, man sagt als Schachspieler, wer mehr Einfluss im Zentrum hat, hat mehr Möglichkeiten, sich freier zu entwickeln und das Spiel zu gestalten. So, Schwarz spielt die 7d5. Auch ein guter Zug, der im Zentrum was macht. Wir schlagen diesen Bauern. Das ist ein, wir wollen hier nicht auf die Theorie eingehen, aber ein völlig solider Zug. Grundsätzlich, wird nur ein Zentrumsbauer gegen einen Zentrumsbauer getauscht. Ja, alles in Ordnung. Dadurch kommt jetzt auch die schwarze Dame raus. Hier kann man sich auch in der Theorie noch Springer F6 und anderes machen. Aber wie gesagt, Theorie wollen wir hier gar nicht gucken. Wir wollen uns erstmal die Partie angucken. Wenn man natürlich am Anfang seiner Karriere steht, hat man noch nicht so viele Theorieahnung. Ja, und deswegen müssen wir uns an diesen Anhaltspunkten orientieren. Springer F3 entwickelt eine Figur, das ist gut. Und Richtung Zentrum. Das ist auch gut. Springer C6 und das macht Schwarz auch Richtung Zentrum eine Figur entwickelt. Jetzt kommt der andere Springer. Greift die Dame an und hat natürlich hier auch Einfluss auf diese beiden Zentrumsfelder. Von daher ein guter Zug. Die Dame geht zurück, also in Ordnung. Und jetzt schauen wir mal, Läufer B5. Inwieweit nimmt dieser Zug Einfluss aufs Zentrum? Nun zunächst einmal, er entwickelt eine Figur. Ja, Figur entwickeln wollen wir. Das war gut, denn Königssicherheit ist auch ein Thema. Und ganz besonders, wenn der König hier in der Mitte steht und das Spiel geht auf, also Linien öffnen sich, dann steht der König in der Mitte oftmals nicht so gut, weil er irgendwie angegriffen werden kann. Und deswegen spricht man von Königssicherheit im Regelfall, wenn man rochiert hat. Dann hat man hier schön drei Bauern, die einschützen, ja, der Springer fällt auch noch, dann ist die Königssicherheit gegeben. Und durch diesen Zug Läufer B5 versuchen wir die Rochade vorzubereiten. Von daher alles in Ordnung. Und wir entwickeln eine Figur. Und auch noch, wir schauen mal, dieser Springer hat ja hier Einfluss aufs Zentrum, auf diese beiden Felder. Und von daher können wir, es gibt ja zwei Möglichkeiten, Zentrumskontrolle zu gewinnen. Zum einen, indem wir selber das Zentrum besetzen. Und zum zweiten, indem wir die gegnerischen Figuren oder Steine, die Einfluss aufs Zentrum nehmen, einfach abtauschen. Beides Male würde uns dann den Einfluss im Zentrum erhöhen. So, Schwarz spielt Läufer D7, auch ein Entwicklungszug, ja, und entfesselt diesen Springer und verhindert, wenn wir jetzt hier schlagen würden, ja, dann könnte der Bauer zwar zurückschlagen, dann hätten wir aber einen Doppelbauern. Doppelbauern wollen wir im Regelfall als Anfänger auch erstmal vermeiden. Deswegen Läufer D7. Und wir spielen D2, D4. Ja, super. Ein Bauern im Zentrum, Zentrumskontrolle. Perfekt.
A7, A6, greift diesen Läufer an. Tut erstmal nichts für die Entwicklung, aber greift immerhin einen Läufer an. Ja, und wenn Schwarz diesen Läufer jetzt hier schlagen könnte, hätte er ja einen schönen Vorteil. Und jetzt beginnt sozusagen dieses Spiel, dass man mit diesen Anhaltspunkten nicht immer ganz so weit kommt. In der Partie zog der Läufer hier zurück nach A4. Wenn er jetzt zum Beispiel hier den Springer geschlagen hätte, dann hätte der Springer jetzt weniger Einfluss im Zentrum, aber der Läufer kommt jetzt hier raus und dieser Läufer hat natürlich auch hier Einfluss im Zentrum. Ja? Vielleicht sogar bis hier, bis F3 und dann ist der D4 vielleicht mal in Gefahr. Dieser Läufer hat auch Einfluss aufs Zentrum. Und als Schachspieler spricht man davon, wenn man zwei Läufer hat, ist es gemeinhin etwas vorteilhaft für die Läuferseite. Auch da gibt es 1 Million Ausnahmen. Ne? Deswegen darf man das nicht überbewerten. Das machen viele Anfänger. Aber trotzdem, so ganz freiwillig, ohne Not, auf die Läufer verzichten, sollte man auch nicht unbedingt. Deswegen fand ich diesen Zugläufer A4 auch noch völlig in Ordnung. Schwarz spielt jetzt B7, B5. Das ist ein sehr typischer Anfängerzug. Nach dem Motto, ja, ich greife dich an und vielleicht siehst du es ja nicht, dass ich dir den Läufer schlagen kann. Ne? Außerdem hat das immer eine psychologische Komponente, denn wenn man den Gegner angreift, muss der Gegner sich verteidigen und verteidigen macht man im Regelfall eher ungern. Hier muss der Läufer jetzt zurückgehen nach B3. Wir schauen mal, dieser Läufer hat hier auch wieder Einfluss aufs Zentrum, ne? Auf das Feld D5, auch um die umgebenden Zentrumsfelder. Das erweiterte Zentrum, auch da hat der Läufer Einfluss drauf. Gegebenenfalls sogar vielleicht so Richtung Angriff, Richtung F7 vielleicht mal. Vor allem aber steht dieser Läufer selber auch gedeckt. Wir wollen unsere Figuren gedeckt halten, damit sie eben nicht einem überraschenden Angriff zum Opfer fallen können. Von daher steht der Läufer auf B3 sehr gut. Und diese psychologische Komponente ist hier gar nicht so schlimm, wenn man sich mal 2 Minuten Zeit nimmt und ein bisschen Luft holt und die Stellung dann sich anguckt. So, jetzt Schwarz entwickelt eine Figur, das ist gut, Richtung Zentrum, Figur entwickeln. Und das machen wir auch. Läufer F4, eine Figur entwickeln, wieder sehr gut. Ja, das Feld E5 gehört zum Zentrum, das kontrollieren wir mit. Alles wunderbar. Gut, jetzt könnte man sagen, der Läufer ist ungedeckt. Man kann eben nicht alles haben. Das ist das Problem beim Schach. Man muss irgendwie gucken, dass man so ein gesundes Mittelmaß findet. Ja? Der Läufer kann ja eben gegebenenfalls vielleicht auch mal nach G3 gehen, um vom Bauern gedeckt zu sein, ja? Oder irgendwie sowas. Aber erstmal muss man die Figuren rausbringen. Das ist ganz wichtig im Schach. So, Schwarz spielt Läufer F5. Hier sehen wir jetzt, dass Schwarz diesen Läufer zum zweiten Mal zieht. Das sollte man im Regelfall vermeiden, denn das kostet Zeit. Er hätte jetzt stattdessen auch versuchen können, zum Beispiel diesen Läufer, der ja noch da oben drin ist, zu entwickeln, indem er zum Beispiel E7, E6 spielt und den Läufer entwickelt als Beispiel. Ja? Und damit auch die Rochade schneller spielen kann. Dieser Zug Läufer F5 ist aber auch trotzdem nachvollziehbar. Grundsätzlich dieser Läufer hier auf F5 steht besser als auf D7, weil er hier auch wieder Zentrumsfelder kontrolliert. Auch der Weg der Dame ist frei Richtung Zentrum, auch mehr Einfluss im Zentrum. Und Schwarz möchte jetzt gegebenenfalls mit E7, E6 diesen Läufer auch frei machen, aber dann steht der Läufer hier auf F5 etwas aktiver als auf D7. Da spricht der Schachspieler von, dass der Läufer vor seiner Kette steht, insgesamt sehr aktiver steht. Und das wollen wir ja, dass unsere Figuren möglichst aktiv stehen. Von daher kann man das durchaus nachvollziehen, was Schwarz hier gemacht hat. Nun weiß rochiert, das endlich den König in Sicherheit gebracht. Ja, wunderbar, guter Zug. Und Schwarz spielt E7, E6. So, und jetzt sehen wir, wenn jetzt nichts Großes passiert, möchte Schwarz mit Läufer E7 zum Beispiel und die kurze Rochade auch den König in Sicherheit bringen. Und beide Seiten haben ihre Figuren halbwegs gut entwickelt. Bei Weiß ist der König in Sicherheit, bei Schwarz noch nicht. Und ja, wir schauen mal, der Unterschied, der König ist hier noch in der Mitte. Und das ist eben Königssicherheit. Sprich, wenn jetzt hier die Stellung aufgeht, könnte der König von Schwarz mehr in Gefahr geraten als der Weiße. Und das hat Weiß hier mit einem sehr, sehr schönen Zug
ausgenutzt, nämlich den Zug D4, D5. Dieser Bauer seinerseits greift den Springer an und greift aber auch hier auf E6 an, sodass vielleicht mal hier ein Einzelbauer entsteht, wenn Schwarz sich zurückschlägt. Ein Einzelbauer ist ein Bauer, der nicht mehr von einem eigenen Bauern gedeckt werden kann. Und das ist im Regelfall eine Schwäche. Außerdem gehen hier vielleicht Linien auf, ja, und der schwarze König ist dann immer noch in der Mitte. Gefährlich. Und wir schauen mal, wenn Schwarz hat jetzt hier den etwas überraschenden Zug E6, E5 gemacht. Da kommen wir sofort zu. Wenn er jetzt hier auf D5 geschlagen hätte, nur als Beispiel, um das mal zu demonstrieren. Weiß hatte den Springer drauf, der Läufer steht noch drauf, die Dame steht noch drauf. Der Punkt ist also ausreichend überdeckt. Und wenn Schwarz jetzt hier auf D5 schlägt, dann kann auch der Weiße wieder schlagen. Er würde mit dem Läufer schlagen. Warum würde Weiß jetzt hier eher nicht mit der Dame schlagen? Das hat damit zu tun, dass diese Königssicherheit, ja, der König ist in der Mitte, da können wir zum Beispiel auf einer offenen Linie mit dem Turm immer Schach geben. Und wenn wir angreifen, ist die Dame natürlich ein super Angreifer. Und wenn wir die Dame tauschen, dann ist die Königssicherheit von Schwarz etwas erhöht. Deswegen wollen wir im Regelfall, wenn der König so offen steht, die Dame auf dem Brett lassen als Angreifer. Und deswegen würden wir hier mit dem Läufer schlagen. Und dann sehen wir schon, jetzt greifen wir den Springer an und dahinter der Turm ist gefesselt. Ja, und der Läufer steht natürlich super im Zentrum. Und wir sehen, jetzt hat keine Seite mehr einen Bauern im Zentrum. Aber Weiß hat diese zwei Läufer und den Springer hier im Zentrum. Und der Turm könnte gleich kommen. Und Weiß hat eine deutlich höhere Kontrolle im Zentrum. Und das macht die Sache für Weiß neben der Königssicherheit hier natürlich deutlich einfacher zu spielen. Deswegen, weil die Stellung so offen ist. Und deswegen war die Idee von Schwarz, okay, ich muss die Stellung geschlossen halten. Und hat E5 gespielt. Das ist ja auch grundsätzlich ein interessanter Gedanke. Denn bei einer geschlossenen Stellung habe ich im Regelfall als Verteidiger noch mehr Zeit, meine Figuren zu entwickeln, weil nicht so schnell, so oft und so viel was droht. Ja, hier ist aber natürlich jetzt das Problem, dass dieser Bauer selber zweimal angegriffen ist. Und vielleicht hatte Schwarz darauf gehofft, dass Weiß mit seinem Bauern hier auf C6 schlägt, sodass er hier auf F4 den Läufer schlagen kann und dann den kleinen Vorteil der zwei Läufer hätte. Aber das Problem ist, Schach ist immer ein sehr konkretes Spiel. Und Schwarz hat vielleicht übersehen, dass dieser Bauer hier hängt. Weiß ist zweimal drauf und kann diesen Bauern gewinnen. Jetzt kann man sicherlich noch diskutieren und streiten. Schlage ich mit dem Springer oder schlage ich mit dem Läufer? Und ja, das hängt dann immer von dieser konkreten Stellung ab. Und das macht die Sache für Anfänger natürlich besonders schwierig. Grundsätzlich würde ich sagen, habe ich jetzt hier zwei Läufer. Die Stellung ist relativ offen. Ja, und das ist gut, überhaupt keine Frage. Hier in dem Fall hatte Weiß aber eine Idee. Und zwar hat er mit dem Läufer geschlagen und der Springer schlägt zurück. Und jetzt sehen wir, dass dieser Springer hier im Zusammenspiel mit dem Läufer diesen Punkt F7 hier im Auge hat. Und ja, nach dem nächsten Zug Läufer D7. Schwarz sollte hier andere Prioritäten setzen. Ja, der König ist in der Mitte auf E8. Da könnte ein Turm auf der offenen Linie ein sehr typisches Manöver zum Angreifen. Zum anderen aber auch, er hat die Figur noch nicht entwickelt. Ja, der sollte er vielleicht mal machen, vielleicht auch nach D6, um einfach dem König hier aus der Mitte rauszubringen. Aber vielleicht hatte er eine gewisse Angst. Und zwar, wir schauen mal, dieser Läufer auf F5 ist ungedeckt. Und jetzt auf einmal, eben als er den Läufer dahin gezogen hatte, drohte vielleicht noch nichts. Aber jetzt könnte Weiß, wenn er am Zug wäre, zum Beispiel mit der Dame mal nach F3 gehen und ein Tempo gewinnen auf den Läufer. Und die Dame von F3 hat auch immer so ein halbes Auge auf dieser Diagonale und auf den Turm oder auf dieses Auge, hier auf dieses Feld C6, wo man einen Schach gibt. Ja, das sind alles Tempozüge. Und die bekommt man im Regelfall, wenn der Gegner seine Figuren nicht gedeckt hat. Wenn der Läufer gedeckt wäre, würde man dieses Tempo nicht bekommen. Vielleicht hatte er Angst gehabt, aber trotzdem, die Königssicherheit sollte immer eine höhere Priorität haben. Deswegen war Läufer D7 sicherlich etwas fragwürdig. Und jetzt hat Weiß
ja, einfach stark gespielt. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wenn der Gegner gut spielt, dann wird's auch, dann ist der Sieg auch verdient am Ende. Zum einen Turm E1. So, damit eine weitere Figur im Angriff. Zentrumskontrolle. Und gleichzeitig droht jetzt ein Abzugsschach mit dem Springer. Zum Beispiel nach C6. Ja, was die Dame gewinnen würde. Und dieses Abzugsschach versucht Schwarz jetzt hier zu verhindern, indem er die E-Linie blockiert. So, und jetzt die Rochade vorbereitet. Und ja, ein Zug noch und dann wäre Schwarz mehr oder weniger in Sicherheit. Aber, und das ist ja im Schach einfach ganz häufig so, ja, Schach ist ein konkretes Spiel und er kann jetzt hier mit dem Zug D5, D6 einfach seine Figuren, den Läufer auf B3 noch weiter aktivieren. Ja, im Zusammenspiel mit dem Springer hier auf F7 und vor allem ein Tempo. Sprich, ich greife mit einem Bauern eine höherwertige Figur an. Ich drohe also Materialgewinn. Wenn Schwarz jetzt den schlägt, und was soll er auch so groß anders machen jetzt, ne? Mit dem Läufer schlagen, ja, dann ist wieder die E-Linie offen und wir können hier einen Abzugsschach geben mit dem Turm und dann gleichzeitig die Dame gewinnen. Deswegen hat Schwarz hier auf D6 mit dem Bauern geschlagen, aber jetzt sehen wir, dass Läufer und Springer auf F7 gucken. Ja, und wir schauen mal. Eine schöne Gabel ist die Folge. Die Dame muss wegziehen und wir können den Turm schlagen. So, jetzt haben wir aus der Öffnung heraus, ja, wir sehen, wir haben mit guten Zügen, mit Entwicklungszügen, mit Kontrollezügen, unser König in Sicherheit, der Schwarze nicht, extrem viel erreicht. Und der Schwarze König kann immer noch nicht rochieren, weil der E7 dann hängen würde. So, das heißt, wir haben jetzt durch unsere letzten Züge die Initiative gehabt und angegriffen und den Gegner beschäftigt. Und das haben wir auch sehr, sehr gut gemacht. Jetzt kommt noch ein Faktor dabei. Wenn jetzt hier zwei Profis gegeneinander spielen würden, würde man sagen, wahrscheinlich ist die Stellung schon vorbei. Ja, also klar gewonnen für Weiß. Unter Anfängern kann ja immer noch alles passieren, weil die taktische Schärfe, sprich das Bewusstsein für gedeckte Figuren, für die Sicherheit der eigenen Figuren. Man ist oftmals damit beschäftigt, den eigenen Angriff so im Auge zu haben, dass man nicht mehr auf die Verteidigung achtet. Und Schwarz hat hier Springer G4 gespielt. Und damit droht er jetzt seinerseits mit der Dame und mit dem Springer hier auf F3 zu schlagen und vielleicht einen Gegenangriff zu starten. Und das ist immer der kritische Moment in einer Schachpartie. Man hat bis hierhin sehr, sehr gut gespielt als Weiß. Ja, und träumt hier schon vom Sieg, aber auf einmal, ja, wehrt der Gegner sich. Ja, und jetzt muss ich mich verteidigen, das ist psychologisch gar nicht so einfach. Aber Weiß hat hier in dem Fall ganz hervorragend gespielt, muss ich sagen. Er hat den Punkt F2 überdeckt, sprich, er hat die gegnerischen Möglichkeiten beachtet und er hat gleichzeitig auch selber wieder eigene Drohungen aufgebaut. Ja, das ist natürlich ein Optimalfall. Und der Zug Dame F3 hat jetzt hier den Punkt F2 gedeckt und gleichzeitig den Turm von A8 mal ins Auge genommen, sodass der wegziehen sollte oder zumindest weggezogen hat. Schwarz hätte ja auch andere Züge machen können, wie zum Beispiel mit dem Läufer hierhin. Und dann wäre der Turm gedeckt gewesen und gleichzeitig der Läufer greift die Dame an. Ja, und dann muss man aufpassen, dass man nicht ins Schwimmen gerät. Hier würde dann die Partiefortsetzung oder es würde so ähnlich weitergehen wie in der Partie. Und das schauen wir uns jetzt mal eben an. Es kam Turm C8 und jetzt kam der Zug Dame F7. Der Springer deckt die Dame und die Dame gibt Schach. Das ist ein sehr verlockender Zug, denn jetzt muss der König rumrennen und gleichzeitig haben wir mit Dame und Turm diesen Läufer auf E7 angegriffen, dass wir den einfach gewinnen können. Ja, wir geben einen Schach und der König hat nur ein Feld, nämlich C7. Und jetzt kam der letzte Zug der Partie. Ich hoffe, den finden wir auch alle. Genau, Springer D5. Mit einer schönen Gabel zum Schluss. Und ja, das sieht man dann sehr häufig, wenn der Gegner die Dame verliert. Oder wenn die Dame getauscht wird, dann geben die Gegner viel öfter und häufiger auf, als wenn man irgendwie drei Figuren hätte, weniger hätte und der König ist halb matt. Das ist alles den Anfängern oftmals egal. Solange sie ihre Dame haben, können sie ja noch hoffen auf Gegenspiel. Ja, und jetzt ist die Dame weg. Ja, und dann macht den meisten auch keinen Spaß mehr.
In dem Fall aber auch berechtigt natürlich. Ne? Und hier hat Schwarz dann aufgegeben. Ja, eine tolle Partie. Wir haben gesehen, dass Weiß mit fast jedem Zug sich an die Grundregeln gehalten hat und Schwarz zwei, dreimal so etwas Zeit verloren hat mit der Entwicklung. Ja? Und schon war die Königssicherheit auf einmal ein ganz großes Thema hier in dieser Partie. Ja, ich hoffe, so als erste Trainingsstunde könnt ihr das mitnehmen. Versucht, diese Anhaltspunkte zu verinnerlichen. Und genau, dann werden wir auch viele Siege einfahren. In dem Sinne sage ich erstmal besten Dank fürs Zuschauen. Danke für euer Interesse. Lasst einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat, ob ihr das öfter sehen wollt. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Videovorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit!